Hallo liebe Campernation zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind auf einem Tagestrip unterwegs und um was es alles geht, erfahrt ihr nach unserem Intro. Ja Marcel, sag mal, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind hier in Zichtau. Da habe ich alte Jugenderinnerungen, weil in der 6. oder 5. Klasse, so genau kann ich mich nicht erinnern, ich müsste die 6. Klasse aber gewesen sein, waren wir hier auf Klassenfahrt. Ja, und wir dachten uns einfach, wir machen mal einen Tagestrip. Also übernachten ist ja alles noch nicht möglich, so wirklich. Okay. Aber man muss einfach mal raus, ne? Genau, und wir dachten, wir fahren einfach mal ein bisschen durch die Region. Der Bulli wird auch bewegt, das ist auch ganz gut. Ja, und bevor wir jetzt aber groß alles erzählen, weil wir haben auch Update zu berichten, begrüßen wir erstmal ganz lieb all unsere neu dazugekommenen Abonnenten. Genau, die wahrscheinlich von Iris und Uwe natürlich auch dazugekommen sind oder halt auch so uns auf unserem Kanal aufmerksam geworden sind. Auf jeden Fall ein herzliches Willkommen an dieser Stelle. Genau, wir stellen uns kurz nochmal vor. Das ist Stefan die Flitzpiepe und ich. Und das ist Marcel die Flitzpiepe. Was? So. Unfassbar. Ja, da steht unsere Engine, sprich unser Bulli. Der ist dort, mit dem sind wir zurzeit unterwegs. Irgendwann genau. Wird aus dem Bulli ein Malibu. Darauf warten wir ja noch. Also dazu gibt es aber genug Videos bereits auf unserem Kanal. Genau. Wir haben einiges zu berichten und warum sind wir unter anderem in Zichtau? Wir drehen gerade Stellplatz-Guides. Wir haben schon im Herbst angefangen damit und irgendwann ist das alles vorbei, die ganze Corinna-Sache, und man kann wieder fahren. Und da wollen wir euch den einen oder anderen Stellplatz vorstellen. Und deshalb sind wir auch unter anderem hier. Und ja, jetzt haben wir auch noch das eine oder andere zu berichten und da nehmen wir euch einfach mal ein bisschen mit. Genau. Weiter gewandert Richtung Ferienlager oder wie nennt sich denn das? Ja, keine Ahnung. Da wollen wir Klassenfahrt. Auf jeden Fall eine Ferienanlage, genau. Hier haben wir noch ein Waldbad. Das ist doch recht groß, haben wir gerade festgestellt. Aktuell ist natürlich in dem riesen Schwimmbecken, was so ein bisschen naturmäßig ist, kein Wasser drin. Aber ja, im Sommer bestimmt schön. Kann ich mich aber nicht daran erinnern. Wir waren auch meistens im Herbst da. Also dementsprechend, Ferienpark hieß es. Wir haben auf jeden Fall Updates, die wir euch geben können. Das erste Update bezüglich unserer Malibu gibt es? Ja, nichts Neues. Gibt es nichts Neues. Wir haben immer noch keine Lieferbestätigung. Wir sind auch schon wieder am Hinterherrennen. Also man muss sagen... Ja, leider die Vorgaben. Man schreibt die Leute an, man telefoniert denen hinterher, aber... Tun tut sich nichts. Keine Antworten. Das ärgert einen. Natürlich Schade. So leicht wieder. Aber nur leicht, weil wir wollen unsere Stimmung echt nicht fahren lassen. Dann haben wir eine nette Mail bekommen jetzt die Tage. Und da gab es ein ganz neues Problem. Von denen haben wir so noch gar nichts gehört. Nee, dass es nämlich Lieferschwierigkeiten bei der Truma Dieselheizung geben soll. Also im ganz Speziellen, es soll dieses Jahr gar keine mehr geben. Das genau. War eine der Aussagen. Das hat uns natürlich sehr interessiert, weil wir ja eine bestellt haben. Also genau. Was hast du gemacht, Marcel? Dann habe ich gleich mal mein Handy geschnappt und habe eine Nachricht, stimmt gar nicht, ich habe es über PC gemacht, aber ich habe eine Nachricht und zwar über Facebook, habe mich mit dem Truma Facebook Team in Verbindung gesetzt, weil das hat mich echt keine Ruhe gelassen. Keine Ruhe gelassen. Mhm. Und da einfach nachgefragt und sie haben auch gleich geantwortet. Das blenden wir euch entweder da oder da ein, je nachdem, wo wir ein bisschen Platz haben. Und also bedingt durch die Corona-Pandemie sind natürlich viele Reisen jetzt so gekommen. Das heißt, viele kaufen Vans. Und ja, es gibt tatsächlich Lieferverzögerungen. Sie haben Kapazitätserhöhungen gemacht etc. Aber es gibt Lieferperformance-Probleme von den Nachgeladenen. Man muss sagen, in der Truma ist zum Beispiel auch ein Teil der Ebersbecher wohl mit drin. Genau. Und auch die haben natürlich einen riesen Aufwand, das zu machen. Und sie sagen eindeutig, die Aussage, dass es dieses Jahr keine Auslieferung mehr gibt, ist nicht richtig. Es wird Verzögerungen auch dort geben. Das ist nun mal Corona-bedingt. Vielleicht das böse Wort gesagt. Corinna-bedingt so der Fall. Also, falls ihr da irgendwelche News habt, dieses Jahr wird nichts mehr geliefert, das ist so nicht richtig. Es gibt auf jeden Fall die Chance auf eine Dieselheizung immer noch, genau. Genau, das wollten wir hier als Update, als kleine Info. Für alle, nochmal für die, die ein Fahrzeug bestellt haben, vielleicht sogar mit Dieselfahrzeugen, mit Dieselheizung oder halt auch mit Gasheizung. Dazu wird es ja auch genauso kommen, dass es dort Lieferverzögerung geben kann. Genau. So, das wollten wir euch jetzt schon mal gesagt haben. Klärchen begrüßt uns hier auch schon. Ja.
Gott sei Dank, weil so könnten die Videos vielleicht auch was werden. Aber wie gesagt, die Videos, Stellplatzguides, die folgen erst wörtlich. Ich gehe davon aus, wenn alles gut geht, April. Vorher, glaube ich, werden die noch nicht veröffentlicht. Ja, Vanguard in Zichtau, da kann man leider nicht so viel zeigen, weil ist momentan halt geschlossen. Das wäre was anderes, wenn halt offen wäre. Aber trotzdem erwähnen wollten wir ihn. Jetzt fahren wir nämlich nach Diesdorf, da ist auch noch ein Stellplatz. Und ja, mal gucken, ob wir den überhaupt in unserem Video aufnehmen können. Und muss man sich ja mal angucken. Ne? Genau. Fahren wir schön durch die schöne Altmark, meine alte Heimat hier. Wie gesagt, bin zwar, jetzt muss ich überlegen, Ostaltmärker. Jetzt sind wir in der Westaltmark, aber hier wohnte Oma. Dementsprechend kennt man sich natürlich auch ein bisschen hier aus. Ja, und ich denke mal, auf die Fahrt nehmen wir euch jetzt einfach mal ein bisschen mit. Wir haben noch einen kleinen Abstecher gemacht, wo wir jetzt auf dem Weg nach Diesdorf sind und sind jetzt im Ort Poppau. Den kenne ich natürlich, wie gesagt, weil Bandau ist gleich das nächste Ort. Ja, wie gesagt, da kommt meine Mama her aus der Ecke hier und dementsprechend, wenn ich was Positives sagen kann, meine Mama kommt hierher. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt mitten in der Welt. Da steht auch auf diesem Stein hier. Oder auf dem Schild da hinten. Genau, und das ist das Problem. Das war wirklich als Kind. Sechsjähriger, siebenjähriger oder fünfjähriger. Genau, da wurdest du verarscht. Kann sein, dass man da ist. Denn da in diesem Tümpel ist, blenden wir euch mal ein. Genau, ist ein Stein mit einer Kette drum. Und man hat immer behauptet, das wäre die Mitte der Welt. So habe ich es noch in Erinnerung als kleines Kind. Jetzt wissen natürlich alle, nee, Poppau kann nicht mitten in der Mitte der Welt sein. Nee. Vielleicht ist es irgendetwas anderes. Wenn ihr wisst, was das auf sich hat, das schreibt unten in die Kommentare. Das würde mich natürlich freuen. Dann lerne ich vielleicht 30 Jahre später, reicht über 30 Jahre später, was es wirklich bedeutet. Auf jeden Fall wollte ich das mal meinem Mann natürlich auch zeigen. Ja, dann lernt er was auch von seinem Mann mal kennen. Genau. In diesem Sinne werden wir jetzt weiterfahren, zeigen euch noch die eine oder andere Impression. Wie gesagt, Diesdorf ist, glaube ich, noch so 20, 25 Kilometer entfernt. Ja. Und wie gesagt, wenn das Schiff nicht wäre, hätten wir euch natürlich die Kette auch zeigen können. An die er ja seit fast 2 Jahren gelegt ist. Ha, ha, ha. Angekommen sind wir jetzt in Diesdorf. Und wo ist jenes Dorf? Diesdorf ist kurz vor der Grenze nach Niedersachsen. Also in Sachsen-Anhalt sind wir hier, wie gesagt, in der Westaltmark. Hier gibt es ein schönes Freilichtmuseum. Und hier ist auch das, was ihr dahinter seht, ist der letzte Stellplatz. Den werden wir aber in dem anderen Stellplatz-Video vorstellen. Genau, da schaut er euch dahin mal um, wenn er genau, wenn der Stellplatz gerade hochkommt. Wir können auch nicht verlinken, weil das Video kommt vor, bevor ja mal der andere kommt. Aber ich habe noch was vergessen, ich muss mal kurz nach da. Ah ja, hier gibt es noch was ganz Besonderes. Das holt der Marcel jetzt nämlich mal. Dafür ist die Region natürlich ja bekannt. Genau, also im Endeffekt ist Salzwedel dafür. Salzwedel eher, genau. Und zwar richtig lecker Baumkuchen. Das sind jetzt hier Baumkuchenspitzen. Ach, die sind Abfallprodukt, so. Abfallprodukt, ist das so? Oder? Das ist kein Abfallprodukt, so lecker wie das ist, kann das kein Abfallprodukt sein. Naja, auf jeden Fall. Reste. Wichtig ist, damit ihr das mal erkennt, es gibt sehr viele Baumkuchen und es gibt auch in Salzwedel wohl. Der einzig wahre Baumkuchen ist der da. Das ist jetzt keine Werbung, das war jetzt selbst bezahlt. Das ist eine Produktempfehlung, die man nur anders sagen kann. Also das sind wirklich richtig gute. Kaufe ich mir ja normalerweise immer auf dem Weihnachtsmarkt in Braunschweig. Aber ja, gibt es halt dieses Jahr nicht. Letztes Jahr. Letztes Jahr gab es ja keinen. Ob ein dieser gibt, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall richtig lecker. So, wir schauen uns jetzt hier mal um. Wir werden jetzt den Platz vorstellen in dem anderen Video und dann geht es in dem Video später weiter. Mag ich gut. Ja, so kannst du auch nie mehr Auto fahren.
Moment, damit ihr jetzt seht, von was wir eigentlich gerade reden für einen Blödsinn, ja. Machen wir kurz mal. Wir haben die Spinne Tentacula erstmal daran genagelt. Ans Lenkrad. So, wir haben jetzt das Video gerade abgeschlossen. Wie gesagt, empfehlen wir euch, wenn es rauskommt, die Westaltmark, da zeigen wir euch ein paar Plätze. Finde ich, ist eigentlich nicht schlecht geworden. Ja, also auf jeden Fall schöne Plätze hier und es lohnt sich auf jeden Fall auch. Und ich konnte zur Belohnung am Schluss noch davon ein Stück essen. Ja, das war ja klar. Ja, was ist jetzt unser Ziel? Wir werden jetzt die nächsten Orte anfahren und den nächsten Stellplatzguide drehen. Wie gesagt, das ist jetzt so unsere Planung gewesen, wie wir unseren Tag heute so genießen wollen. Dass wir einfach sagen, raus, Sonnenschein genießen und wenn wir schon mal hier umherfahren. Machen wir auch was Nützliches für euch und auch für uns. Wir schauen uns natürlich auch in diesem Sinne schon mal die Stellplätze an. Denn vielleicht fahren wir ja auch mal mit unserem Malibu oder auch mit dem Bulli nochmal wieder hierher. Genau, noch haben wir einiges an Zeit. Aber erstmal muss das alles geöffnet sein. Wir fahren jetzt Richtung Wittingen. Das ist dann wieder Niedersachsen. Ja, mal schauen, was wir da so erleben. Vielleicht haben wir auch noch was zu berichten. Haben wir auf jeden Fall. Wir haben nämlich noch für uns eine Frage, ja, die wir beantworten müssen. Aber dazu später erst mehr. Genau. Ja, jetzt haben wir einiges erledigt. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal hier aufgezeichnet haben. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass wir nicht nur den Stellplatzguide Westaltmark abgedreht haben, nein, wir haben auch den Stellplatzguide Hankensbüttel-Wittingen noch gedreht. Da sehr schöne Stellplätze, können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Genau, also wenn die Videos kommen, unbedingt schauen. Wir sind jetzt noch weiter Richtung Uelzen gefahren, stehen hier an einer wunderbaren Chipshebewerk. Genau, das waren wir schon mal am Ende letzten Jahres irgendwie. Und das war hier sehr schön, also das haben wir uns gleich gemerkt. Ist übrigens auch ein Wohnmobilistenplatz. Genau, 2 Nächte darf man hier stehen. Wenn nicht gerade Corona ist, muss genau man dazu sagen. Ne? Man muss eins sagen, es ist hier nichts, also man hat keine Fährentsorgung noch irgendwas anderes. Also das ist natürlich schon die Sehenswürdigkeit des Schiffshebewerks genau, da. Ne? Zum Ausruhen, dass man halt schlafen kann. Genau. Szenen davon gibt es jetzt gleich zum Abschluss. Und jetzt fällt mir noch ein, ich muss doch noch etwas zeigen. Aha. Er muss noch was zeigen. Das ist noch ganz wichtig. Ach ja, genau. Wir haben da dann noch sowas. Noch ein kleines Problemchen. Ja. Theoretisch, weil wir hätten ja schon den Malibu jetzt haben sollen. Rein theoretisch. Und mit dem Malibu sollte es auch eine Veränderung geben. Und zwar ein neues Logo. Genau. Weil ihr kennt unser Logo, da ist der Bulli drauf, der würde ja dann nicht mehr passen. Und deshalb haben wir uns von einem fahrzeugunspezifisches Logo entwerfen lassen. Richtig. Und zwar von Arebo Design. Ganz tolles Logo, was wir da bekommen haben. Wir wissen sogar, es ist ein Erstlingswerk von einer Mitarbeiterin genau. Von Arebo. Sie hat nämlich dann neu angefangen und wir sind richtig stolz. Wir freuen uns richtig über dieses Logo. Es ist ein schönes Logo geworden. Die Frage ist jetzt nur eins. Ja, wann führen wir es ein? Genau. Da wollen wir auf jeden Fall mit der Chefin von Arebo Design, wir wollen ja überhaupt keine Werbung machen, aber nochmal sprechen. Das ist eine Agentur, die wir halt empfehlen würden. Genau, was sie meint. Und ihr könnt ja auch mal unten in die Kommentare hinterlassen, ob ihr das Logo ja jetzt schon genutzt haben wollt. Also ob ihr meint, wir sollten das schon nutzen oder ob ihr sagt, ach nee, wartet doch lieber, bis der neue Wagen kommt. Also könntet ihr uns ja auch mal dazu schreiben. Finde ich eine genau. ganz gute Sache. Auf jeden Fall, wie gesagt, Arebo Design in Rendsburg, wie gesagt, ist eine tolle Agentur, Werbeagentur. Nicht, dass ich was Falsches sage. Designagentur, doch, Werbeagentur, kann man schon so sagen. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal nachzuhaken. Und wenn man sowas braucht. Wenn genau. man sowas braucht. Wenn man sowas nicht braucht, dann vielleicht nicht. Aber wie gesagt, sonst definitiv. Ja, das war jetzt noch die große Frage, die wir nämlich jetzt haben. Also es geht jetzt nicht mehr um irgendein Fahrzeug, sondern jetzt kommen wir eher darum, nehmen wir Logo, ja, nein. Genau. Jetzt werden wir eine Vespa machen. Wir haben ein bisschen hier was vorbereitet. Das werden wir jetzt machen. Und dann geht es auch schon wieder ja, nach Hause. Weil, wie gesagt, es ist noch keine Zeit, wo man Camping machen kann, beziehungsweise umhertouren kann. Ja, für einen Tagesausflug geht das immer. Tagesausflug geht, aber halt. Man muss halt immer gucken, ne, ob man irgendwo stehen kann und so weiter, weil es ist alles halt geschlossen. Das ist halt so. Genau.
Dementsprechend hoffen wir, das Update hat euch gereicht. Wie gesagt, es gibt kein Update zu Malibu. Wir haben euch was über eine Truma-Heizung erzählen können. Und vielleicht können wir euch bald was über eine Truma-Dieselheizung mit Brennkammer und Stift was erzählen. Ja, da sind wir auch noch dran, ne? Dran, was Besonderes. Zu recherchieren. Hm. Ja, und dann soll es erstmal das gewesen sein. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, schöne Woche und bis zum nächsten Mal bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.